Hare Krishna, wir lesen jetzt den zweiten Teil von Vidagdha Madhava von Srila Rupa Goswami über die Spiele von Radha und Krishna in Vrindavan. Und jetzt suchen wir die richtige Datei. Genau. Wir haben gehört letztes Mal, wie Krishna den Liebesbrief von Srimati Radharani bekommen hat, aber darauf nicht wirklich geantwortet hat. Lalita und Vishakha, Gopis, die waren die Botschafterinnen dafür und Sri Krishna und Manu Mangal beraten sich jetzt, was soll Krishna jetzt weitermachen? Und mit großem Bedauern sagt Krishna, oh nein, wenn die mondgesichtige Radha von meinem grausamen Verhalten erfährt, wird ihre aufkeimende Liebe zu mir erdrückt werden. Und selbst wenn sie die Tortur übersteht, wird sie zweifellos tief verletzt sein. Und wenn es dem sündigen Amor gelingen sollte, sie mit dem Klang seiner Bogensehne zu erschrecken, wer weiß, vielleicht begeht sie sogar Selbstmord. Ah, weh, was für eine unüberlegte Tat. Ich habe das zarte Pflänzchen von Radhas Liebe entwurzelt, gerade als es im Begriff war, Früchte zu tragen. Madhumanga, was sollen wir jetzt tun? Der einzige Ausweg ist, auf ihren Liebesbrief zu antworten. Madhumangal, ja, und was wirst du für deinen Brief verwenden? Krishna, um die Geliebte zu bezwingen, sollte man den Saft einer pulverisierten roten Jabablume verwenden. Also das ist schon mal Richtung Tantra, nicht wahr? Krishna hat immer gute Techniken parat. Und Madhu Mangal sagt, ja, lass uns nach Prashkandantirtha gehen. Dort gibt es einen ganzen Wald von Jabablumen. So, ich habe versucht, ein bisschen über Prashkandantirtha zu recherchieren. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Ort in Vrindavan schon besucht hat. Auf jeden Fall ist das der Ort, gemäß Vidagdha Madhava, wo sich dann Radha und Krishna das erste Mal offiziell getroffen haben, zumindest hier auf der Erde. Mehr habe ich bis jetzt dann nicht erfahren können durch Internetrecherche. Man müsste jemanden fragen, der dort in Vrindavan ist und ja, dass sie ein bisschen mehr Informationen bekommen. Mit diesen Worten brachen Madhu Mangal und Krishna auf. Währenddessen kommt Sri Vishakha Devi vor Radha an, um ihr Trost zu spenden. Radha weinend und klagend. Hey Saki, ich habe die Furcht gegenüber meinen Vorgesetzten geopfert, das respektable Dharma keusche Frauen aufgegeben und dir und meinen anderen Sakis, die mir alle lieber sind als mein eigenes Leben, so viel Kummer bereitet. Dennoch ist es mir nicht gelungen, den Schutz von Sri Krishnas süße Umarmung zu erlangen. Deshalb kann ich nur meine Geduld verurteilen, die einen so sinnigen Menschen wie mich am Leben erhält. Mit diesen Worten fällt Sri Radhika bewusstlos zu Boden. So, die echten Devotees würden jetzt auch eigentlich bewusstlos zu Boden fallen, wenn sie sowas lesen würden über ihre Srimati. Vishaka, oh Priyasaki, bitte behalte deine Geduld und versuche deine Fassung wiederzuerlangen. Mit diesen Worten legt sie Sri Krishnas Ranganmala in die Nähe von Srimatis Nase. Radhika, die plötzlich wieder zu Bewusstsein kommt. Oh Saki, was ist das für ein erstaunlicher Gegenstand, der jeden, der ihn ansieht, in seinen Bann zieht?
Vishaka bietet Radha die Maler an. Osaki, dieser Mohanmala, ist mit dem körperlichen Duft des Ehemannes, dieser verführerischen Flöte vermischt. Also Vishaka sagt hier, dass Sri Krishna ihn verheiratet sein sollte mit seiner Flöte. Und Mohan bedeutet eben etwas, was dann verführt, ja, eine verführerische Maler. Daher ist sie das Juwel aller Objekte der Anziehung. Ihr Name allein ist ein Mantra der Unterwerfung. Und gleichzeitig ist sie eine großartige Medizin gegen hypnotische Besessenheit. O Rade, wer würde wegen dieser drei unvorstellbaren Potenzen nicht seine Qualitäten preisen? Radhika dachte bei sich, ich bin schamlos, denn obwohl ich von dem hochqualifizierten Sohn von Maharaj Nanda zurückgewiesen wurde, bleibt dieser nutzlose Körper am Leben. Daher ist mein einziger Zufluchtsort das tiefe Wasser der Yamuna. Dann laut: O Vishaka, informiere die Ältesten, dass ich eine Surya Puja in Dwadasha Aditya Tirtha durchführen möchte. Und hier wird dann diese Absicht von Srimati Radharani schon erwähnt. Und damit entsteht eine Verknüpfung mit dem nächsten Werk von Srila Rupa Goswami, nämlich Lalita Madhava. Wir lesen jetzt aus Vidagda Madhava und Lalita Madhava ist die Fortsetzung davon. Und diejenigen, die in Vrindavan waren, dann werden sich erinnern, das war das Aditya Tirtha, das ist der Hügel neben dem Madan Mohan Tempel in Vrindavan. Als Sri Krishna Kalia bezwingte, Kalia-Schlange. Er verbrachte viel Zeit im Wasser von Yamuna und ja, er hat ein bisschen dann schon gefroren wegen kaltem Wasser und dann die Sonne hat das gesehen, Surya Dev oder Aditya, das ist der andere Name von Sonne. Und Sri Krishna ist auf diesem Hügel hochgeklettert und dann der Surya Dev hat sich in 12 Formen erweitert, um Sri Krishna zu erwerben dadurch. Deswegen heißt dieser Hügel neben Manan Mohan Tempel Dwadasha Aditya Tirtha oder der Platz von 12 Sonnen. Vishaka, o Liebste, es ist gut, dass du mich daran erinnerst, denn Jatila hat mir gerade den gleichen Auftrag gegeben. Lass uns gehen, also Surya Puja zu machen. Mit diesen Worten gehen die beiden weg. Radhika in Trance sprechend. Saki, obwohl Mukunda mich zurückgewiesen hat, ist mein Verlangen wie ein Feind, der mein Herz in Flammen setzt. Nun soll meine Schwester Shri Yamunaji meinen Leiden für immer ein Ende setzen. Vishaka. O Saki, hast du nicht all die glückverheißenden Omen auf dem Weg beobachtet, seit wir unser Zuhause verlassen haben? Warum also nicht einen Moment lang aufmuntern? Radhika blickt nach vorne. O Vishaka, sieh nur, es scheint, dass die Sonne im Osten untergeht und es ist nicht einmal die passende Tageszeit. Vishaka. Dummerchen, das ist nicht die Sonne, sondern die hellen Jabablumen, die Praskandan-Tirtha blühen. Lass uns dorthin gehen und ein paar davon für unsere Surya Puja pflücken. Mit diesen Worten machen sich die beiden auf den Weg, um Blumen zu pflücken. Währenddessen treten Sri Krishna und Madhu Mangal ein. Krishna. O Saka! Die rote Farbe dieser Jabablumen erinnert mich an Sri Radhas leuchtende Lippen, die meinen Geist gestohlen haben. Madhu Mangal. Also gut, warum extrahierst du nicht den Saft von ein paar Blumen,
für deinen Liebesbrief. Krishna geht umher und dann mit großem Erstaunen sieht er, wie kommt es, dass die goldene Spitze des Berges Sumeru in diesem Wald erscheint? Was ist dieser helle Glanz, der alle Richtungen erhellt? Nachdem er das Klimpern von den Fußglöckchen gehört hat, oh, jetzt verstehe ich. Die Form der personifizierten Schönheit Shri Radha muss sich in der Gesellschaft ihres Sakis nähern. Madhumanga. Oh Freund, das Reh, das du so sehr zu fangen versucht hast, ist selbst gekommen, um in dein Netz zu fallen. Krishna sich freund. Oh Madhu, du hast recht. Lass uns hinter den Büschen verstecken, um zu hören, was sie sagen. Sie verstecken sich beide. Radhika umarmt Vishaka. Tränen fließen aus ihren Augen. Saki, nachdem ich gegangen bin, denk bitte von Zeit zu Zeit an deine Freundin. Vishaka, ebenfalls in Tränen vergießend. O Rade, du bist bei vielen dafür bekannt, dass du ruhig und gelassen bist. Warum also solltest du von Kummer überwältigt sein? Radhika. Dieser Betrüger hat mein Herz von allen guten Eigenschaften geleert. Er, dessen breite Brust es versteht, den Fluss der Geduld ehrbare Frauen umzuleiten, dessen mondähnliches Gesicht die Lotusblumen religiöse Keuschheit vertrocknen lässt und dessen starke Arme wie zwei Räucherstäbchen sind, die die Puja einweihen, um die Schamhaftigkeit junger Frauen zu zerstören. Hey Saki, welch eine Tragödie, dass wir von seinen schlangenartigen Seitenblicken verschlungen wurden. Krishna zu sich selbst sprechend, verborgen bleibend. O Priya, auch Madhavas Eigenschaften sind durch die Kraft deiner Süße auf ein Nichts reduziert worden. Radhika faltet ihre Hände und blickt zum Himmel. O Zerstörer von Putana, aufgrund meiner jugendlichen Unerfahrenheit bleibe ich immer zu Hause und spiele, ohne zu wissen, was richtig und falsch ist. Steht es dir gut an, mich auf diese Weise ohne Schutz zu verlassen? O Töter von Putana, wie kannst du es wagen, gleichgültig zu bleiben? Hier hat Radharani Krishnas Putana Gattin angesprochen und damit angedeutet, dass Krishna, so wie er Putana getötet hat, auch sie tötet. Denn es ist seit seiner Kindheit seine Gewohnheit, Frauen zu töten, die bei ihm Schutz suchen. Krishna antwortet auf Radhas Aussage und murmelt vor sich hin. O liebe Rade, sollte jemand, der zu leben wünscht, es versäumen, die lebensverjüngende Medizin von der göttlich potenten Waldrebe zu nehmen? Radhika atmet tief aus. O Vishaka, nimm diese kostbare Halskette von mir und lege sie um deinen eigenen Hals. Radha nimmt ihre Halskette ab und gibt sie Vishaka. Vishaka gibt die Halskette energisch zurück. O Saki, warum quälst du mich mit diesem Verhalten? Oh, ich kann ohne Lalita nicht entscheiden, was ich tun soll. Sie beginnt zu schluchzen. Radhika. O Vishaka, es ist kein Fehler deinerseits, dass Krishna so grausam zu mir ist. Also hör bitte auf zu weinen. Da ich nun an der Schwelle des Todes stehe, kannst du meine goldenen, kriechenden Arme ausbreiten und sie um einen schwarzen Tammelbaum legen. Lass mich für immer in dieser Position in Vrindavan bleiben. Dies ist meine letzte Bitte. Krishna mit Tränen aus seinen Augen.
O Madhu, bitte bezeuge die Intensität ihrer Liebe zu mir. Radhika zu sich selbst. Welche extreme Unruhe hat mich so ungeduldig gemacht? Dann laut sprechend. Durch die Verehrung von Suryadev habe ich einen besonderen Segen erhalten. Also Vishakha, pflücke weiter Blumen, bis ich von meinem Bad in die Yamuna zurückkehre. Nachdem sie die Stufen zum Wasser hinuntergegangen ist, bleibt Radhika stehen und denkt nach. Oh, warte! Lass mich noch einmal dieses wunderbare, mondähnliche Gesicht sehen, bevor ich in die Yamuna eintauche. Sie dreht sich um und eilt zurück zu Vishakha. Saki, würdest du so freundlich sein, mir noch einmal das Bild zu zeigen, das du gemalt hast? Vishakha. Aber Rade, das Bild ist nicht hier. Radhika, untröstlich. Dann werde ich diese Form durch meine Samadhi-Meditation manifestieren lassen. Sie setzt sich hin, um zu meditieren. Krishna. Hey Saka, hast du das gehört? Diese Worte waren wie Nektar für meine Ohren. Jetzt ist es an der Zeit, ihnen zu erscheinen. Sie gehen beide nach vorne. Vishakha schaut mit Erstaunen und Freude zu. O Saki, durch ein glückliches Ereignis ist das Objekt deiner Meditation vor dir erschienen. Du kannst nun deine Augen öffnen. Radhika öffnet leicht verwundert ihre Augen. Vishakha, Saki, derjenige, für den Amo deinen zarten jugendlichen Körper im lodernden Feuer von Prima versenkt hat, dieser jugendliche Prinz, dessen Kopf mit einer Reihe von Pfauenfedern geschmückt ist, ist vor dir erschienen wie der eigentliche Herr deines erneuten Lebens. Radhika, wie erstaunlich ist die Süße dieses Traumes. Vishakha, o Ungläubige, dieser wunderbare Traum hat sich manifestiert, ohne dass du überhaupt eingeschlafen bist. Krishna. Wie erstaunlich, dass der attraktive Schritt und die wohlgeformten Hüften dieser Vrajasundari die fortschrittlichen Bewegungen des berauschten Elefantenkönigs in den Schatten gestellt haben. Dann haben sich ihre Augenbewegungen mit Amors Blumenpfeilen vereint. Und der Glanz ihres Gesichts hat die Pracht einer zarten Lotusblume völlig besiegt. Radhika, die Krishnas Herz mit flüchtigen Seitenblicken durchbohrt und vor sich hin sinniert. O Sadhu-artiges Herz, o Sadhu, was für ein Glück, dass du nur einen Moment gezögert hast. Krishna ein schlaues Lächeln zeigend. Hier zeigt sich, wie Dagda Madhava, bedeutet schlau. Hey, schwindelnde Vishakha, ich habe überall nach dir gesucht. Zum Glück habe ich dich dieses Mal erwischt. Heute hast du mich betrogen, indem du diese minderwertige Gunja-Halskette gegen meine seltene und kostbare Ranganmale eingetauscht hast. Aber ich werde dich damit nicht davonkommen lassen. Madhumanga. Schau, Priyasaka. Da ist eine wertvolle Ranganmale um Radhikas Hals gelegt. Mach einfach weiter und nimm sie selbst ab. Krishna. O Madhu, was für einen Unsinn schlägst du da vor? Du weißt sehr gut, dass ich niemals junge Frauen berühre, nicht einmal in meinen Träumen. Radhika denkt bei sich. Auch wenn er nur scherzt, hat sein frivoles Verhalten mein schüchternes Herz erobert. Vishakha zeigt ein Lächeln. Hey Krishna, du bist wie der große Ozean, in dem die hoch aufsteigenden Wellen der wohlgeformten Frauen ihre Zuflucht finden. Nun bleibe stehen, wo du bist.
Bleib auf Distanz, denn wir können immer noch die Liebeszeichen dieser Damen an deinem Körper sehen. Hey, kajalfarbene Krishna, da du den Geist der Vrajagopis einfängst und sie Anurakta, also an dich gebunden machst, ist die rote Rangenmala, die du um den Hals trägst, recht passend. Und da die jungen Mädchen von Vrindavan dich mit leuchtenden Augen ansehen, sind deine Pfauenfedern ein Symbol dafür. So bleibst du immer zufrieden in diesem Wald von Vrindavan. Ja, wir erinnern uns, dass die Pfauenfeder wie die Augen oben haben. Krishna amüsiert denkt: Aha, Radhikas strahlende Bäckchen werden durch ein Lächeln wie eine hochbrechende Welle der Glückseligkeit betont. Ihre schönen Augenbrauen tanzen und besiegen die Geschichtlichkeit von Amors Bogen. Und aus ihren langen, spitz zulaufenden Lotusblütenaugen steigen verrückte schwarze Hummeln auf, um mein Herz zu treffen. Hier sehen wir den Einfluss von Purvaraga oder dieser anfänglichen Anziehung zwischen Liebhabern. Und plötzlich ertönt eine Stimme aus der Ferne: O Enkeltochter Vishakha! Krishna, was für ein Unglück! Warum taucht diese alte, bleichgesichtige Jatila immer genau im falschen Moment auf? So, jetzt bleibt es spannend, was danach passiert ist, und das erfahren wir in der nächsten Folge. So, meine lieben Devotees, vielen Dank für das Zuhören, für eure wertvolle Gemeinschaft. Möchte am Schluss noch jemand eine Frage stellen oder Kommentar geben? Sonst sehen wir uns spätestens nächsten Freitag um gleiche Uhrzeit bei den nächsten Vorlesungen von Vidagda Madhava. Srila Rupa Goswami Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Herzlichen Dank für die schöne Vorlesung. Ki Jai. Sehr gerne. Das ist mein großes Glück, dass ich das in eurer Gemeinschaft tun darf. Vielen Dank, Hare Krishna, vielen Dank. Danke, dass du heute auch geschafft hast. Ja, dann Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Haribol, vielen Dank. Haribol, vielen Dank. Danke für eure Gemeinschaft, Hare Krishna. Ja, genau. Hast du noch eine Minute, oder ich würde mich mal die nächste Woche bei dir dann mal melden, so wenn bei dir.